In diesem Film geht es darum, euch eine Hilfe zu geben, wie man das Massenwirkungsgesetz nutzen kann, um einige Berechnungen durchzuführen. Konkret gibt es ja so sehr häufig Übungen, bei denen man irgendetwas vorgegeben hat. Zum Beispiel, es ist eine Reaktion gegeben und es sind die Ausgangsstoffe gegeben und eine Gleichgewichtskonstante. Und dann soll berechnet werden, wie viele oder wie viel zum Beispiel der Produkte liegen im Gleichgewicht denn vor. Wir betrachten dazu als erstes Beispiel einmal eine ganz einfache Reaktion, und zwar eine Reaktion. Oh, ups, habe ich jetzt A plus B steht im Gleichgewicht mit C plus D. Ich werde das gleich noch ein bisschen simulieren. Und dazu verwende ich hier die folgenden Farben: A und B jeweils und C und D, das sind entsprechend die Teilchen. Allgemein lautet ja das Massenwirkungsgesetz für diese Reaktionsgleichung: K ist gleich, Bruchstrich. Konzentration der Produkte, also das, was rechts steht, was herauskommt bei der Reaktion. Das ist in diesem Fall Konzentration von C mal die Konzentration von D. Und die Edukte, das heißt die Ausgangsstoffe, hier ist das A und B, jeweils die Konzentration. Nochmal ganz deutlich. Diese eckigen Klammern steht für die Konzentration des entsprechenden Stoffes. Konzentration also, das muss natürlich sein, die Angabe in Mol pro Liter. So, jetzt gucken wir uns das gerade mal in einer einfachen Simulation an. Was passiert denn dabei? Ich führe das Ganze jetzt in dem Programm SimChemistry vor. Das Programm gibt es kostenlos und ich hatte euch ja in einer Aufgabe schon mal darauf hingewiesen. Ich habe hier meine Moleküle oder meine Teilchen A und B. Die kopiere ich mal hier in diesem Bereich, damit sie mir nicht verschwinden, und die Teilchen für C und D entferne ich. Wenn jetzt die Reaktion gestartet wird, wird es natürlich so sein, dass die zwei Teilchen aufeinandertreffen. Und dann findet die Reaktion statt, was man ja gerade gesehen hat. Es ist eben so, ein Teilchen von A reagiert mit einem Teilchen von B zu einem Teilchen C und einem Teilchen A. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nur eine Aussage. Reagiert so. Das ist nicht der Gleichgewichtszustand. Und das hat man ja gerade eben gesehen. Wenn es reagiert hat, wenn ich mir also eine Tabelle mit möglichen Konzentrationen mal anlege, dann sieht das ja ein bisschen anders aus. Also 1 zu 1 reagiert so. So. Was ich jetzt mache, ist nicht das gleiche wie oben, sondern ich lege an eine kleine Tabelle mit möglichen Zahlen. Zum Beispiel, ich trage nochmal oben gerade ein, A, B, C, D. Am Anfang habe ich ja 1 und 1 übrig. Und hier 0. Jetzt noch eine kleine Anmerkung, bevor ich weitermache. Das ist jetzt natürlich Zahlen. Das heißt, es ist eben nicht Konzentration. Aber vom Prinzip funktioniert das genauso. Weil eine Konzentration, Angabe Mol pro Liter, mit Mol habe ich ja gerade auch wieder eine Teilchenanzahl. Das heißt, wenn ich mir Gedanken mache über die Anzahl von Teilchen, dann ist es eigentlich so ähnlich, wie wenn ich mit den Konzentrationen rechne. So, nach der Reaktion, in dem Beispiel, hatte ich dann
nur noch 0a und 0b, also gar keine mehr, und ein c und ein d. Ein bisschen trennen. So, führen wir mal eine andere Simulation durch. Und es ist natürlich klar, wenn ich eine andere Anzahl an Teilchen verwende, dann kann ich diese Zahlen hier nicht mehr verwenden. Nehmen wir jetzt mal ein zweites Beispiel. Das war das erste. Ich setze jetzt mal eine andere Anzahl an Teilchen ein. Ich führe aber hier die Liste unten drunter vor, dass ich mir Schreibarbeit spare. Ja, und zwar gebe ich mal drei Teilchen A vor und zwei Teilchen B. Und am Anfang sind es natürlich 0 von C und D. So, ich habe das vorbereitet. Und hier sieht man die drei Teilchen A und die zwei Teilchen B. Ich lasse das Ganze laufen. So, und halte sie mal kurz an, die Simulation. Jetzt sieht man ja, jetzt hat schon die erste Reaktion stattgefunden. Ein A hat mit einem B reagiert. Und wir tun in dieser Zwischensituation jetzt mal kurz festhalten, wie viele Teilchen wir von jeder Sorte haben. Also, wir haben ja jetzt noch 2a übrig. Und wir haben, wir gehen mal zurück, 2a sind übrig, ein b und jeweils ein c und d. Also 2, 1, 1, 1. Dann lassen wir die Reaktion nochmal weiterlaufen. Ja, und jetzt hat noch eine Reaktion stattgefunden. Das heißt, ich habe noch ein A übrig, kein B mehr und dafür jeweils zwei von den anderen Teilchen. Also, ein A ist noch übrig, kein B mehr, aber eins, nee, Entschuldigung, zwei und zwei. So, und ich hoffe, dass das jetzt schon so ein bisschen zeigt, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir haben auf jeden Fall immer gleich viel C und D, egal wie viel A und B eingesetzt worden ist. Das heißt, wenn die Konzentration von C und D betrachtet wird, dann ist die Konzentration immer gleich. Das ergibt sich ja hier. Ich habe entweder beides mal 0 oder beides mal 1. Wobei es eben wichtig ist, hier in dem Beispiel, wir betrachten also nur Hinreaktionen. Oder wir gehen von der Hinreaktion aus. Das heißt, A und B werden gemischt. Es könnte natürlich auch sein, Olli, könnte natürlich auch sein, dass ich ein Gemisch vielleicht aus A, B, C und D schon habe und dann kann natürlich die Menge an A und B und C und D beliebig bestimmt werden. Aber wenn A und B zusammengegeben werden und reagieren, dann ist zumindest bei dieser Reaktion immer das Verhältnis von C und D 1 zu 1. So, betrachten wir noch ein weiteres Beispiel. So, und bei dieser nächsten Simulation habe ich jetzt ein paar mehr Teilchen. Die Anzeige funktioniert, wenn die Simulation läuft, nicht. Deshalb kann ich das nicht direkt ablesen. Aber wir lassen es mal kurz laufen. Ich habe von A 11 Stück und von B 9 Stück. Das halten wir erstmal fest in einem dritten Beispiel. Drittes Beispiel. A, B, C und D. Also 11 mal A und 9 mal B. Und am Anfang natürlich erstmal 0 von A und B jeweils. So, Reaktion wird jetzt ein bisschen laufen gelassen. So, und jetzt halten wir sie mal wieder an. Jetzt gucken wir nochmal
dass wir auf die Zahlen kommen. Zum Beispiel hatten wir ja gerade eben, ja, vielleicht zählen wir halt doch mal. Leider, ja, leider wird es nicht angezeigt. Also, wie viel haben wir denn noch von A übrig? Das war ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal A. War das das? Ja. 7 mal A ist noch übrig und von B 1, 2, 3, 4, 5. 7 mal A. 5 Bs. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich vielleicht schon, ohne dass ich nachzähle, sagen, wie viele C und D entstanden sein müssen? Es müssen ja gleich viel sein, ne, weil ich eben von A und B ausgehe. Und wenn A und B reagieren, gibt es immer ein C und ein D. Ja, das kann ich schon sagen, weil wenn ein A verbraucht wird, entsteht auch ein C bzw. ein D. Das heißt, ich habe ja hier mit anderer Farbe, ich habe ja hier minus 4. Also es wurden 4 von den A's verbraucht und dann bedeutet, es müssen auch hier 4 C entstanden sein und auch hier. Na, hier habe ich ja auch minus 4. Also 4 A sind zu 4 B reagiert, mit 4 B reagiert zu 4 C und 4 D's, also D-Teilchen. Das Ganze kann natürlich weitergehen. Lassen wir es noch ein bisschen weiterlaufen und die Teilchen noch weiter miteinander reagieren. So. Gucken wir mal gerade jetzt nach der anderen Version, nämlich zum Beispiel, wie viele D habe ich denn? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal D. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch 7c haben. Und wie viel habe ich von A und B? Naja, 7c sind entstanden. Und da immer ein A und ein B verbraucht wird, wenn ein C entsteht, muss ich also auch hier oben abziehen. Das heißt 11 minus 7 oder eben auch hier 9 minus 7. So, und damit sollte jetzt eigentlich klar sein, wie es funktioniert, wenn ich eine Konzentration gegeben habe. Zum Beispiel so eine typische Aufgabe, trennen das mal ein bisschen ab. Es ist zum Beispiel gegeben, die Konzentration von dem Ausgangsstoff A ist 1 Mol pro Liter und die Ausgangskonzentration von B wäre 2 Mol pro Liter. Und ich lege mich fest und sage, C und D haben, und das ist jetzt wichtig, im Gleichgewicht eine Konzentration von x Mol pro Liter. Oh, vergessen. Mol pro Liter. So, das ist im Gleichgewicht, das ist am Anfang. Ich darf das also nicht durcheinander bringen. Das wäre so, als wenn ich das da mit dem hier vergleiche. Und deshalb muss ich das eben voneinander trennen. Und wie viel habe ich, wenn ich xc habe? Wie viel habe ich dann a im Gleichgewicht? Es hat sich ja verringert. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich habe ihm jetzt nicht die Teilchenanzahl, sondern ich habe eine Konzentration. Und ein Mol ist ja eine recht große Anzahl von Teilchen, die hier in einem Liter sind, aber trotzdem, die Konzentration verringert sich, also die Teilchenanzahl verringert sich, und zwar um x. Und bei b ist es genauso, es verringert sich um das Gleiche. Also, wenn b 2 Mol pro Liter war, dann eben 2 minus x. So, und dann setze ich die Konzentration, die ich hier, wie ich dich im Gleichgewicht habe, oben ein. Hier. Um dann schließlich die unbekannte Zahl x zu bestimmen. Ich mache noch ein zweites Beispiel mit einer etwas komplizierteren Reaktionsgleichung.